Willkommen zurück bei unserem zweiten Designrundgang des Tages. Heute zu Gast die Firma Carpet Object und dann virtuell zugeschaltet die Firma Pohl & Klein. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Sie nach der Session eine E-Mail von Webinar bekommen, wo wieder die Links der Hersteller hinterlegt sind. Also wenn Sie Fragen haben oder eine Anfrage stellen möchten, können Sie das dann über die E-Mail und beziehungsweise über diesen Link dann tätigen. Heute zu Gast, wie gesagt, die Firma Object Carket, vertreten durch Stefanie Walz und Martin Böhringer. Und wir haben auch was mitgebracht, aber darüber sprechen wir später. Object Carpet produziert in Stuttgart auch, also sie mussten gar nicht weit reisen, Gott sei Dank. Das seit 45 Jahren alles für die textile Bodenarchitektur, kann man sagen. Verschiedenste Fliesentypen, also Teppichfliesen, Teppich, Varianten und auch das neue Rugs-System. Und es gibt sehr, sehr viel, worüber wir heute sprechen werden. Und das Schöne ist, sie produzieren auch in Deutschland und setzen damit auf höchste Qualität. Und wir durften sie natürlich auch besuchen in dem wirklich wunderschönen Campus und dem tollen Showroom. Und diesen Film werden wir als erstes erstmal zeigen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Butz, Geschäftsführer der Firma Object Carpet und ich darf Sie heute begrüßen hier am Object Campus City of Visions. Wir hatten das Glück, von der grünen Wiese aus neu bauen zu dürfen und unsere komplette DNA hier verwirklichen zu dürfen. Das heißt, Design, Nachhaltigkeit und Gesundheit sind nicht nur in unseren Produkten, sondern auch ganz klar hier im Gebäude verwirklicht worden. Das heißt, die DNA-Punkte sind bei jeder Entscheidung mit eingeflossen und so konnten wir auch ganzheitlich diese DNA-Punkte leben. Wir befinden uns hier in unserem Herzstück, unserem Showraum oder auch Creative Space genannt. Denn es geht hier nicht nur um Farben und Textilien, sondern es geht um ganzheitliches Planen. Das heißt, unsere Kunden, unsere Architekten und Partner können hier nicht nur das Produkt planen, sondern ganzheitliche Konzeptplanung machen. Und dafür haben wir hier sämtliche Voraussetzungen geschaffen in verschiedenen Bereichen des Showraums. In unserem Creative Space wollen wir das Produkt Teppichboden natürlich auch mit allen Sinnen erlebbar machen. Dazu gehört, die Teppiche zu sehen, die Teppiche zu fühlen, Teppich aber auch zu hören, das heißt, dessen akustische Wirkung tatsächlich spürbar zu erleben, aber auch Teppiche zu fühlen und Teppiche zu gestalten. Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, Ihren ganz individuellen abgepassten Teppich zu gestalten und nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Ich bin als Innenarchitektin bei Object Carpet zuständig für den Bereich Konzepte und Visualisierungen. Das beinhaltet ein ganz breit gefächertes Spektrum an Themen. Das geht los bei der klassischen Produktberatung, bei der Produktauswahl. Wir haben eine sehr vielfältige Produktpalette mit vielen Designs, Farben und Strukturen, wo ich eben gerne helfe, das Passende zu finden. Sei es auch, wenn es eben schon eine konkrete zum Beispiel Farb- oder Materialcollage gibt, da eben das passende ergänzende Produkt zu finden. Das Ganze plane ich dann auch gern für Sie auf. Ich mache Zonierungsvorschläge in konkrete Bauvorhaben. Ich kann mit dem Picon Planner, das ist das Planungsprogramm, das wir benutzen, komplette 3D-Planungen machen, Visualisierungen erstellen und so eben Sie als Planer und Architekten hier rundum unterstützen. Wenn wir tiefer in die Planung gehen, können wir hier bei Object Carpet auch komplette Moodboards erstellen. Das hat den Hintergrund, dass wir unser Produkt nicht als solitär sehen, sondern dass wir immer den Kontext betrachten wollen, im Zusammenspiel mit verschiedenen Farben und Materialien das Ganze betrachten und eben ein stimmiges Gesamtbild und eine harmonische Atmosphäre erreichen wollen. Dafür bin ich hier bei Object Carpet für Sie da und unterstütze Sie sehr gern. So, willkommen zurück und vielen Dank für die Tour. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem kleinen Vortrag, den Sie vorbereitet haben, um noch mal mehr ins Detail zu gehen. Sehr, sehr gerne.
Auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen. Hallo, mein Name ist Martin Böhringer. Mitgebracht habe ich heute die Steffi Walz, Innenarchitektin und zuständig für den Bereich Konzeption und Planung bei uns bei Object Carpet. Wir haben für Sie heute einen kleinen Vortrag mitgebracht zum Thema Teppiche ganzheitlich gedacht. Wir wollen Ihnen im Allgemeinen vorstellen, dass wir uns nicht nur mit dem Produkt Teppich beschäftigen, sondern tatsächlich auch mit dem ganzen Raum. Das heißt, wir wollen auch darüber hinaus Sie als Planer, Architekten, Innenarchitekten unterstützen, Ihnen Serviervorschläge liefern für Ihre Ausarbeitungen. Starten würde ich ganz gerne mit einem kleinen Rückschau zur Historie, zu Object Carpet. Wo kommen wir her? Wer ist Object Carpet? Object Carpet ist seit 1972. Wir haben also im Jahr 2022 50-jähriges Jubiläum. Steht Object Carpet für Teppichböden im Bereich nachhaltige, designorientierte Teppichböden, made in Germany. Wir sind insgesamt so circa 100 Mitarbeiter, haben unseren neuen Headquarter, den Object Campus City of Visions in Denkendorf bei Stuttgart. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen als Geschäftsführer mit dem Daniel Butz, wie auch im Einspieler gesehen. Daneben gibt es noch den Lars Engelke, unser anderer Geschäftsführer, zuständig für die Bereiche Produktentwicklung und Produktion. Gegründet wurde das Unternehmen vom Vater von Daniel Butz, vom Roland Butz, der auch nach wie vor dem Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie sehen auf der Folie auch noch eine ganz spannende Zahl, und zwar die Zahl 1200. Die Zahl 1200 steht für die Produktvielfalt, die wir Ihnen als Planer anbieten. Das heißt, wir haben weit über 1200 unterschiedliche Produkte, das heißt Designs, Farben in unterschiedlichen Ausführungen, heißt Bahnenware, klassisch in 4 Meter Breite, die Akustikfliesen im Maß 50x50 und unsere abgepassten Teppiche Rugs in sage und schreibe über 1 Milliarde Möglichkeiten, um sich seinen eigenen Teppich zu konfigurieren. Das ist natürlich schon eine Wahnsinnszahl, und wir haben natürlich immer Sie auch als Kunde im Blick, um hier eben die komplette Bandbreite an Lösungen und Varianten anzubieten. Wir haben im Unternehmen bei Object Carpet 3 Grundsätze, die für die Unternehmensphilosophie stehen, aber auch für unsere DNA. Das sind im Einzelnen die Themen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Design. Wie Sie auch im Einspieler gesehen haben, in unserem neuen Creative Space im Showroom im Object Campus in Denkendorf, sind wir grundsätzlich so aufgestellt, dass wir bei jeglichen Entscheidungen, die wir treffen, sei es produktseitig, sei es aber auch im Hinblick auf unseren Object Campus, alle Entscheidungen als Maßgabe, diese 3 Bausteine als Maßgabe nutzen. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir treffen, fußen auf den Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Design. Was bedeutet das im Einzelnen für uns, für Object Carpet? Das Thema Gesundheit ist uns ganz, ganz wichtig, weil uns geht es nachher nicht nur um Sie als Architekt, Planer, Innenarchitekt, sondern vor allem natürlich auch um die Nutzer des Teppichs, das heißt diejenigen, die sozusagen später sich tagtäglich auf unseren Bodenbelägen bewegen, sollen natürlich zum einen die schönen Teppiche bewundern können, aber zum anderen natürlich auch in entsprechend gesundheitsfördernd auch arbeiten können. Das heißt, unsere Teppiche sind komplett allergikerfreundlich, sind frei von Bitumen, PVC und Latex. Das unterscheidet uns auch ein Stück weit von unseren Wettbewerbern, die zum Teil diese Schadstoffe noch in ihren Produkten verwenden. Darüber hinaus ist das Produkt Teppichboden verantwortlich oder sorgt auch dafür, dass in gewisser Weise die Lärmbelastung zum Beispiel im Büro oder auch im Hotelbereich abnimmt. Das heißt, Teppichboden ist akustisch wirksam und unterstützt vor allem auch dahingehend das Raumklima. Darüber hinaus ist es so, dass wir unsere Teppichböden, wie schon erwähnt, zum einen als klassische Bahnenware anbieten, aber auch als Teppichfliese oder als Rugs, abgepasste Teppiche. Das heißt, wir bieten auch in dieser Hinsicht eine große Bandbreite an unterschiedlichen Produktarten an. Ein paar Worte zu unserem neuen Headquarter. Sie sehen jetzt auf der Folie zwei Bilder unseres neuen schönen Object Campus in Denkendorf, wo vor allem auch, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, diese 3 Themen immer bei jeder Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz ist vor allem auch das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiger Baustein in unserer DNA und vor allem natürlich auch schon in unseren Produkten
verankert. Bedeutet, unsere Produkte stehen zum größten Teil zum einen aus der Econylfaser. Das ist eine recycelte Faser vom Garnhersteller Aquafil aus Italien. Diese Faser wird aus recycelten Plastikabfällen hergestellt, unter anderem aus ausgedehnten Fischernetzen, die ehrenamtliche Taucher aus den Weltmeeren bergen und die dann wiederum zu dem Econylgarn verarbeitet werden, woraus wir wiederum wunderschöne Teppiche designen. Neben dem Econylgarn verwenden wir auch beispielsweise PET-Material, das heißt, unsere Fliesenkollektion Freestyle ist zu 100% aus PET-Material gefertigt. Des Weiteren ist es so, dass natürlich zum einen die Fasermaterialien entscheidend sind oder Garne entscheidend sind, die für unsere Produkte verwendet werden. Nichtsdestotrotz unterstützen wir natürlich auch Architekten, Planer, auch Bauherren natürlich bei sämtlichen Zertifizierungen. Unsere Produkte tragen auch alle den blauen Engel und sind deshalb auch besonders nachhaltig. Die dritte Säule, die wir bedienen, die sozusagen auch in uns steckt und wir auch nach außen leben wollen und zeigen wollen, ist das Thema Design. Das heißt, Aubier Carpet steht auch schon seit der Gründung im Jahr 1972 für Farbe, Qualität, Strukturen und Design. Das zeigt auch diese große Produktvielfalt, die wir Ihnen anbieten, mit weit über 1200 einzelnen Produkten. Sie sehen jetzt hier auf der Folie entsprechend einen kleinen Auszug aus Designs, die wir im Rahmen eines Kreativkonzepts Forum for Great Ideas Ende letzten Jahres eingeführt haben. Im Vordergrund steht hier das Thema Individualisierung, ein Trend, wo es hingeht. Wir zeigen hier beispielsweise, was ist möglich. Wir können tatsächlich auch fotorealistisch auf den Teppich drucken. Das heißt, hier sind der Möglichkeit keine Grenzen gesetzt. Wobei das ist nur ein kleiner Auszug. Die Steffi Walz an der Stelle geht jetzt gerne hier noch ein bisschen ins Detail. Vielen Dank, Martin. Genau, also diese 18 Designs, die wir hier sehen, die sind noch lange nicht alles. Im Gegenteil, der Titel Forum for Great Ideas sagt es eigentlich auch schon mit seinem Namen, dass es hier um Ideen geht und nicht nur um unsere Ideen, sondern auch um Ihre Ideen als Anwender. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an der Planung und haben eine ganz konkrete Idee, welchen Teppichboden Sie verplanen wollen. Und aus unserer doch ja recht bescheidenen Produktpalette finden Sie vielleicht nicht das Passende. Dann kommen Sie auf uns zu und wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam die passende Farbstellung oder eben auch das ganz individuelle Teppichdesign. Und das Schöne ist natürlich das, dass es der Planung und dem Raum einen ganz eigenen Charakter gibt und eben ein ganz eigenes Gesicht liefert. Wir sehen uns in dem Fall als Ihr Partner, das heißt nicht nur als Hersteller oder als Lieferant, sondern wir sehen uns mit Ihnen gemeinsam am Tisch, wenn im Moment auch leider nur am virtuellen Tisch. Wir glauben einfach, dass wir, wenn wir gemeinsam diesen Weg begehen, wir auf jegliche Anforderung die passende Lösung finden können. Und hierfür laden wir Sie natürlich auch sehr gern ein an einen unserer Standorte, zum Beispiel an den Object Campus, wie schon gesehen, wo Sie ganz tief in unsere Welt, in unsere Denkweise und aber eben auch in unsere Produktwelt natürlich im Speziellen eintauchen können. Teppich ist natürlich sehr emotional und sehr haptisch und wird richtig toll, wenn man ihn einfach anfasst und erlebt. Selbstverständlich, aufgrund der aktuellen Lage, wenn Ihnen vielleicht so ein Ausflug zu uns gerade nicht so zusagt oder Sie vielleicht auch zu weit weg sind von einem von unseren Standorten, dann können Sie das Ganze auch digital erleben. Wir bieten online einen Konfigurator, wo Sie ganz viele Dinge ausprobieren können und da sich auch schon den passenden Teppich konfigurieren können und erreichen, können Sie uns natürlich für die Beratung auch über alle gängigen Kanäle. Genau. Im Rahmen dieses Partnerschaftsgedankens arbeiten wir auch stetig daran, dass wir unsere Angebote für Sie, wie wir Sie unterstützen können, weiter ausbauen. Sprich von der klassischen Produktberatung, also von der Produktauswahl, die wir gemeinsam dann in eine Ihrer Planungen integrieren, geht es auch weiter. Wir machen auch gern konkrete Produktvorschläge für Kombinationen. Wir arbeiten Zonierungen aus.
Wir visualisieren das auch sehr gerne und stellen das entsprechend dar und können dann auch Sie unterstützen bei der Bemusterung. Mit unserem superschnellen Musterservice haben Sie dann die reellen Produkte auch sehr, sehr schnell vorliegen. Des Weiteren, also wenn Sie zum Beispiel an einer Planung arbeiten und unsere Produkte gerne einsetzen möchten und selber visualisieren möchten, haben wir da auch ganz viele Möglichkeiten für Sie parat. Also wir bieten die klassischen Texturdaten, wir bieten für den Picon Planner im Speziellen die Matz-Daten, aber auch im Picon Planner OFML-Daten für unsere abgepassten Teppiche für die Racks und bald auch für unsere Akustikfliesen. Und über das Portal auf der Heinze-Website können Sie auch BIM-Daten unserer Produkte bekommen. Wie im Einspieler gesehen, steigen wir auch sehr gerne mit Ihnen tiefer in die Planung ein. Erarbeiten das in Form dieser Moodboards, die sehr, sehr ansprechend sind, sehr zeitgeistig natürlich im Moment und die wir wählen einfach, weil die genau das aussagen, wie wir auch mit unserem Produkt umgehen, nämlich, dass wir nicht nur den Teppichboden sehen, eine Holzoberfläche sehen, eine Steinoberfläche sehen, sondern dass das Ganze im Zusammenspiel funktionieren muss und nur so eben auch ein Eindruck entsteht von der späteren Raumatmosphäre. Und daher sehen wir auch unser Produkt, wie auch schon gesagt, nicht als solitär, sondern eben immer in Kombination und in der Gesamtheit. Also nicht zweidimensional, sondern wir denken unser Produkt im Raum. Und diese Denkweise im Speziellen, die beschränkt sich auch nicht nur auf unser Produkt oder eben auf die Anwendungsbereiche, sondern wir versuchen uns auch in den Anwender, also in den Nutzer hineinzuversetzen, um einfach herauszufinden, was wird gebraucht und was wird gewollt. Und so war jetzt auch der Schritt, den wir jetzt gegangen sind in der Entwicklung unserer Neukollektion, denke ich, ein ganz naheliegender. Wir haben nämlich uns nicht nur in den Anwender versetzt, sondern wir haben uns die Expertise direkt mit an Bord geholt. Und zwar in Form der Ippolito Flights Group, über die man wahrscheinlich nicht viele Worte verlieren muss. Also vielleicht der Hinweis, dass der Peter Ippolito morgen hier auch spricht. Genau, die Ippolito Flights Group, die natürlich den Markt und die Anforderungen genau kennt, die sehr für Design und für Zeitgeist steht, in Kombination mit uns, mit unserem Produktwissen und auch unserer Offenheit in der Entwicklung, neue Wege zu gehen, hat eine ganz tolle Kollektion hervorgebracht. Wir haben 8 neue Qualitäten gemeinsam geschaffen in 111 Kolorits. Und diese Kollektion, die macht 2 Versprechen. Zum einen sagt sie, ich wecke die neue Lust am Textil und ich bin eine Kollektion, die in Räumen denkt. Das sind jetzt 2 sehr große Versprechen, sehr ambitionierte Versprechen. Die Kollektion hält die aber. Wir haben auch hier auf dem Tisch mal beispielhaft ein paar Qualitäten mitgebracht. Man sieht die auch schön auf der Folie. Deswegen die neue Lust am Textil, weil einfach diese Gesamtheit in der Kollektion, also die Kombinierbarkeit, der Grundgedanke war in der Entwicklung. Also das Wichtige war, dass es untereinander funktioniert, dass es aber eben auch in Kombination mit anderen Materialien funktioniert und so einfach eine große Freiheit entsteht in der Planung. Man kennt es ja zum Beispiel, wenn man verschiedene Grautöne zusammenbringen will, tut man sich oft schwer. Oder wenn man aus einer Kollektion eine solitäre Farbe rausgreift für eine Bodengestaltung, dann geht da oft nur was ganz Neutrales noch dazu. Und das ist hier das Schöne an der Kollektion, dass damit ganz viel Feingefühl und ganz viel Fingerspitzengefühl die Farben ausgewählt und kombinierbar gemacht wurden und auch verwoben mit unseren anderen Kollektionen und Qualitäten entsteht da ein riesen Portfolio, eine riesen Produktpalette, aus der man wählen kann. Und es macht unheimlich viel Spaß, einfach mit diesem Produkt zu arbeiten und weil es einfach so emotional ist und weil es unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende von unserem
Vortrag. Also wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass wir unsere Denkweise, unsere Arbeitsweise, aber auch unsere Produkte Ihnen näher bringen konnten und dass wir vielleicht auch die Lust am Textil bei Ihnen wecken konnten. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe gleich mal eine Frage. Wie kam es denn zu der Kooperation mit der IPO Flights Gruppe? Kamen die in den Campus und haben gesagt, wir machen einen Teppich für Sie oder eine ganze Kollektion oder ist es durch ein bestimmtes gebautes Projekt entstanden? Nee, also grundsätzlich sind wir schon länger in Partnerschaft in verschiedenen Projekten mit der Ippolito Flights Group gewesen und weil wir einfach uns zum Ziel gemacht hatten, eine Kollektion zu machen, die noch stärker am Markt ist und am Nutzer ist, und einfach uns einen starken Partner auch holen wollten, kam quasi das dadurch, dass man sich quasi darauf verständigt hat, wollen wir nicht mal schauen, ob wir was machen können. Das hat vor 3 Jahren ungefähr gestartet, auch mit dem Gedanken, vielleicht 2, 3 Qualitäten zu machen. Und dann ging erstmal der komplette Fächer auf und es wurde gesehen, was gibt es überhaupt. Es wurde unheimlich viel ausprobiert und auch die Grenzen des Machbaren getestet und zum Teil auch verschoben. Und so haben wir da zusammengefunden und ein ganz tolles Ergebnis erzielen können. Das ist ja ein Teil der Kollektion, die hier auf dem Tisch liegt. Ist das richtig? Richtig, genau. Was unterscheidet jetzt die Ideen, also wo hatte der Architekt die Vorgabe gemacht oder die Wünsche an den verschiedenen Oberflächen und an der Materialfarbe und warum sind die besonders gut kombinierbar, obwohl sie doch ein Sortiment haben von 1200 Produkten? Über 1200 Produkte. Ja. Wie blicke ich denn da auch durch? Also zum einen ist unheimlich viel mit den Fasern, mit dem Produkt an sich ausprobiert worden. Wenn wir zum Beispiel diese Qualität hier anschauen wollen, im Prinzip ist das ein Teppichrücken. Also das ist der getaftete Teppich einmal umgedreht. Das ist die Oberfläche. Also es wurde auch komplett einmal umgedacht und auch geguckt, was können wir für neue Dinge ausprobieren. Und die Kombinierbarkeit kommt dadurch, dass die Farbauswahl sehr behutsam gemacht wurde, dass es in den verschiedenen Qualitäten, also manche sind einfarbig, manche sind auch mehrfarbig, dass da mit Akzentgarn gearbeitet wurde oder eben mit kleinen Effekten, die sich in anderen Produkten wieder aufgreifen lassen. Und die Farben an sich einfach, wie gesagt, durch diese Auswahl und durch diese Farbexpertise und Materialexpertise, die da zusammenkam, ja, dass da einfach dadurch ganz viel Wissen am Tisch saß, sage ich mal, und da die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Könnte ich zum Beispiel aber auch hier jetzt sagen, ich möchte diese Farbigkeit haben, aber in dieser Struktur und Qualität? Also grundsätzlich immer. Grundsätzlich okay. Immer, ja. Also wir haben eine Produktabteilung, die sich eben mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, die prüft, also man muss sagen, nicht jedes Garn kann jede Farbe, also wir färben, manche Dinge drucken wir auch im Digitaldruck, es ist ganz unterschiedlich und daher, also grundsätzlich ist viel möglich, aber im Einzelnen dann eben muss doch auch geguckt werden, macht es denn Sinn für die Qualität oder für das Produkt, das eben in der Farbstellung zu machen. Herr Böhringer, der Teppich hatte es jetzt viele Jahre nicht ganz so leicht, muss man sagen, weil man viel in dem Innenbereich natürlich mit glatten Oberflächen auf Boden und an den Wänden gemacht hat. So langsam kommt der Teppich wieder zurück. Was spricht denn grundsätzlich für den Teppich? Genau, also im Grunde genommen, das ist eine berechtigte Frage durchaus und das merken wir natürlich auch, dass jetzt vor allem auch im Zuge der New Work-Thematik auch das Thema moderne Arbeitswelten zu schaffen, geht es einfach auch immer mit Fokus auf den Nutzer. Und wenn es auch natürlich viel um das Thema Wohlfühlen geht, ist es einfach für das Raumklima ganz, ganz wichtig, auch mit textilen Oberflächen zu arbeiten. Und
was bietet sich da natürlich besser an als der Boden. Es muss auch nicht immer zwangsläufig der vollflächige Raum mit Teppich nachher verarbeitet sein. Man kann natürlich auch mal einen abgepassten Teppich verwenden auf auch einem Hartboden, aber auch gerade im Hinblick auf das Thema Akustik, Wohlfühlen, gibt es einfach auch eine ganz andere Raumatmosphäre. Und gerade im Zuge der New Work-Thematik versucht man auch heutzutage natürlich für seine Mitarbeiter offene Inseln zu schaffen, Nischen zu schaffen, Besprechungsräume zu schaffen. Und da ist sicherlich der textile Bodenbelag in dem Fall der richtige Bodenbelag, um auch diese Atmosphäre einfach im Raum entsprechend auch abbilden zu können. Und natürlich auch designmäßig hat man auf dem Boden eine relativ große Fläche, die man dann auch mit Designs spielen kann. Da wäre für mich die nächste Frage, wie lange, also Sie haben gesagt, es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, auch mit digitalen eigenen Entwürfen an Sie zu treten und das dann in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen auch dann mit Ihnen gemeinsam zu planen. Ist das ein sehr langwieriger Prozess oder kommt das sehr auf die Art der Motive an, die man sich aussucht? Dann in der Produktion vom ersten Bild, vom ersten Gespräch mit Ihnen zum fertigen Produkt, das ich verlegen kann. Also ich sag mal, das hängt natürlich immer davon ab, wie konkret ist die Vorstellung? Also gibt es eventuell tatsächlich auch schon ein Motiv oder muss das noch entwickelt werden? Also wenn zum Beispiel eine konkrete Idee, ein konkretes Motiv vorliegt, dann sprechen wir darüber. Wir prüfen die Machbarkeit und auch die Rapportierbarkeit dessen und machen dann auch einen Probeandruck, um natürlich auch zu sehen, also ein Motiv, ich sage jetzt mal auf klassisch einem Papier oder auch auf einem Bildschirm, sieht natürlich nachher auf einem Textil ganz anders aus. Und das muss man einfach auch überprüfen. Und wenn wir dann an diesem Schritt sind, dann ist am Ende die Produktion, ich sag mal, je nachdem, also 4 bis 8 Wochen ungefähr, sind wir dann beim fertigen Produkt. Das ist schnell. Das heißt aber, ich kann auch nochmal Probestücke sehen und dann nochmal anpassen. Unbedingt. Okay. Also was gibt es Schlimmeres, als dass Sie dann 300 Quadratmeter Teppichboden planen und nachher vorm fertigen Raum stehen und sagen, also habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Also das ist eben das, was wir auch sagen. Deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Also es wird nicht einfach nur reingegeben und wir setzen das um, sondern wir beraten da auch. Also wir sagen, was ist möglich, was ist sinnvoll und haben Sie sich das so vorgestellt? Das ist das uns ganz wichtig. Haben Sie sich das gut überlegt? Ja. Sie haben auch sehr oft den Begriff Nachhaltigkeit erwähnt. Der ist natürlich ein wenig strapaziert und aktuell ganz oft benutzt. Mhm. Wie definieren Sie das für Ihr Unternehmen und was tun Sie da? Genau, Nachhaltigkeit ist bei uns, wie eingangs auch erwähnt, schon auch in der Unternehmens-DNA-Philosophie auch verankert. Wir leben das zum einen in den Produkten aufgrund unserer eingesetzten Materialien, auch verzichten wir auf entsprechende Schadstoffe. Auch werden unsere Teppiche beispielsweise nach dem Färbevorgang gewaschen in der Produktion. Das heißt, es gibt hier keine Emissionen. Und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein an der Stelle ist unser Objekt Campus, wo wir die Themen Nachhaltigkeit leben. Das hat zum einen mit der Energieressourceneffizienz zu tun. Das heißt, wir haben Photovoltaik auf dem Dach. Wir haben entsprechende Geothermieanlage. Das heißt, wir sind auf keine externe Energieressource angewiesen. Wir tun da relativ viel auch für die Mitarbeiter und machen auch schon in der Materialauswahl. Natürlich sind wir sehr auf Langlebigkeit auch bestrebt. Und das Thema Langlebigkeit sorgt nachher natürlich auch ein Stück weit für das Thema Nachhaltigkeit. Keine Frage. Ja. Mich würde mal ganz persönlich interessieren, was wird denn gerade besonders häufig nachgefragt von den Kunden? Also welche Struktur und Qualität, aber auch welche Farben? Was geht denn da, in welche Richtung geht das zurzeit? Das lässt sich schwer pauschal beantworten. Wir merken aber, dass der Weg schon hin auch zum Individuellen geht, also dass das auch gerne angenommen wird. Sonderfarben einstellen oder eben auch diese individuellen Designs zu machen. Ansonsten ist der Teppichboden, ich sag mal, in dieser Trendabfolge vielleicht eher eine Oberfläche, die so ein bisschen langsamer diese Trends annimmt oder auch vorsichtiger diese Trends an- oder aufnimmt oder natürlich eine Wand mal schneller gestrichen oder tapeziert ist, als jetzt ein Raum komplett neu verlegt. Daher, also wir sehen schon auch sehr, dass die gedeckten Farben sehr stark sind. Aber grundsätzlich lässt sich das schwer sagen, weil es einfach wirklich auch projekt- und kundenabhängig ist.
Haben Sie denn eine Präferenz? Ganz ich persönlich? Ich mag sie alle. Das müssen Sie jetzt sagen. Nee, das sage ich aus voller Überzeugung. Man merkt, dass Sie leben das wirklich. Das ist auch ein tolles Thema. Ich habe auch schon meinen Lieblingsteppich ausgesucht. Der da wäre. Ich würde tatsächlich auf den höchstflorigen gehen und das in einer abgefassten Version nehmen. Das ist auch nochmal eine Frage, wenn man natürlich jetzt Teppichelemente nimmt für sein Büro, aber auch für größere Wohneinheiten, Hotelbereich. Gibt es da Mindestabnahmen für Stückzahlen oder ist da auch schon eine kleine Menge möglich? Also ich kann Sie an der Stelle heute auch glücklich machen, ist tatsächlich ab einem Stück schon möglich. Okay. Da gibt es keine Einschränkungen. Wir haben an der Stelle auch keine klassische Lagerware, sondern produzieren tatsächlich auftragsbezogen. Das heißt, nach Ihren Wünschen, nach Ihren Vorstellungen, auch was das Thema Einfassungen angeht, auch wie im Einspieler gesehen, gibt es unendlich viele Möglichkeiten an Form, an Farben, an Strukturen, Oberflächen. Also da sind der Vorstellung sozusagen keine Grenzen gesetzt und können wir uns gerne im Nachgang Ihren Wunschteppich zusammenstellen. Ist denn das an dem Konfigurator auch so angelegt, dass ich mir das dann auch ausdrucken kann, mitnehmen und dann zu Ihnen kommen? So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Macht das Sinn oder würden Sie davon eher abraten, dass Sie mich dann beraten, wenn ich mir das schon mal online ein bisschen angeeignet habe, das Wissen? Nee, gerne. Also wir sind natürlich dankbar für jeden, der sich auch auf unserem Online-Konfigurator, wo wir diese Möglichkeiten eben digital schon anbieten, einfach mal Dinge austestet, sich anschaut, wie sieht der Teppich auch im Raum aus. Dazu dienen ja auch solche Tools, dass das natürlich auch genutzt wird und funktioniert. Und da kann man sicherlich auch spielen und sich Dinge anschauen und im Zweifel dann natürlich auch mit Ihrem konkreten Konfiguration auf uns zukommen. Und das setzen wir dann auch gerne gemeinsam um. Sehr gut. Das machen wir hinterher. Wir müssen jetzt mal nach Berlin blenden. Ich bedanke mich sehr, dass Sie zu Gast waren und uns hier aufgesucht haben. Wir machen eine... Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Wir machen eine ungefähr 30-sekündige Pause und schalten uns dann nach Berlin. Warten Sie.